Meine lieben Freunde, ich melde mich zurück aus München, denn wir sind wieder da bei OpenTTD mit Bodo. Ja, hallo. Ja, wir haben, es hat sich vieles geändert, denn wir beginnen unsere nächste Aufnahmesession. Das heißt, wir können auch zum ersten Mal auf eure Kommentare reagieren, etliche Sachen umstellen, bei denen wir in der ersten Aufnahmesession Fehler gemacht haben und so weiter und so fort. Es wird also jetzt wieder viel passieren und ja, Bodo, bist du heiß? Ich bin auf jeden Fall heiß. Das ich werde dir den Titel als Zug, was auch immer, jetzt streitig machen. Du willst mir den Zuggott wegnehmen? Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich habe vieles zu verbessern, wo ihr auch massig Kommentare geschrieben habt. Und es ist schwer, jetzt einen Einstieg zu finden, weil unsere letzte Aufnahmesession liegt ja eigentlich schon ziemlich lange zurück. Und ich werde jetzt einfach mal ganz, also mich nicht um was Spezielles kümmern, was ich mal da falsch gemacht habe, sondern ich werde mich erstmal um was kümmern, was ihr auch geschrieben habt, was man machen soll. Und der Bodo kümmert sich sofort um seine Züge oder was ist da los? Ja, ich denke schon. Ich suche gerade mal einen vernünftigen Platz, wo ich anfangen kann, um meine Vision zu... ich habe irgendwie totale Wortfindungsprobleme heute. Ich habe einfach noch nichts, wo ich anfangen kann zu bauen. Okay, das nehmen wir jetzt mal so hin. So, ich muss erstmal mein Depot hier in München finden. Wo habe ich denn das hingesetzt? Da ist es doch, oder? Ja. Weil ich habe nämlich noch so einiges vor. Ich möchte... Was haben wir denn jetzt? Plus 3,6 Millionen natürlich. Und du? 4,6. Ah. Da wurde mal ein bisschen mehr gemacht und mir ist dann was aufgefallen. Transcute. Ja, ist halt mit seinen 78 Millionen Firmenwert immer noch gemein. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. So, ich möchte nämlich jetzt mal Folgendes machen. Ich baue jetzt nämlich eine Haltestelle und zwar finde ich jetzt nämlich sehr interessant. Ich mache jetzt mal ein bisschen innerorts was. Und zwar Münchental, weil ich will ja, dass man zum Beispiel zum Stadion fahren kann. So, vom Münchenzentrum zum Münchental zum Beispiel. Gut, mehr haben wir jetzt noch nicht, obwohl man könnte eventuell hier, das sieht mir so nach einem Einkaufsgebiet aus, sage ich mal. Dann machen wir mal hier noch eins. Oh, die Haltestelle hat jetzt gar keinen Namen, oder was? Hä? Die Haltestelle hat wirklich keinen Namen. Das ist ja dumm. Und dann wollte ich eigentlich hier noch, beim Flughafen wollte ich noch was machen. München Süd. Aber warum hast du jetzt hier keinen Namen? Das ist ja total behindert. Hä? Chef, warum hast du keinen Namen? Das war ohne Scheiß. Ich habe hier gerade eine Bushaltestelle gesetzt und der hat keinen Namen. Was? Ja, ach, da steht's. München Nord, da hinten irgendwo. Oder nee, das ist ja... Oder ist es einfach nur dasselbe? Das scheint ja dann wirklich dasselbe zu sein. München Nord einfach. Ah ja, klar, jetzt habe ich es gesehen. München Nord ist für Zug und für Bus. Sorry, jetzt habe ich es erst gerafft. Okay. So, und ich möchte jetzt zum Beispiel neues Fahrzeug. Wir haben hier... Was ist denn da? Haben wir nicht nochmal bessere Busse oder sowas? Doch, wir haben noch große, dicke Busse, oder nicht? Ja, der beste ist der Superbus, oder? Ja, kann sein. Ich habe da gerade keinen Überblick, ehrlich gesagt. Ja, mehr geht nicht, also. So, dann holen wir uns jetzt mal den Superbus. Und der, ich möchte, dass der fährt von... Ja, ich sag mal München Süd... ...nach München Nord. Macht Sinn, oder? So. Mehr hat der eigentlich gar nichts zu tun. Außer, dass du bitte jede Fracht vollladen sollst. Und hier auch vollladen. So. Das wäre dann dieser Bus hier. Der kann dann eigentlich jetzt gleich mal losfahren. Und dann mache ich noch einen. Und der fährt dann von München Zentrum zum Stadion Münchental. Weil ich jetzt etwas mehr Verbindung innerhalb der Städte haben möchte.
Hä, warum habe ich nur noch 5400 Einwohner? Gerade waren es noch 5,4. Was geht? 5,7. Hilfe. Hä, jetzt sind es wieder 5,6. Ach, weil das Flugzeug gelandet ist. Ist abgefahren. So, jetzt haben wir innerorts mal ein bisschen was. Und ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen meine. Mein Flugdings erweitern. Weil hier warten vor allem viele Postsäcke. Naja, das geht eigentlich. Habe ich nicht da unten in Wien noch einen? Schon, ne? Aber da ist ja im Moment gar kein Betrieb. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Lass mal gucken. Genau, nur Köln-München habe ich bisher. Das ist mir eigentlich zu wenig. Oder wahrscheinlich wieder alles abgestürzt. Weil ich habe doch noch. Wo habe ich noch einen Flughafen gesetzt? Das ist ein Problem. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Hamburg, hier. Weil Hamburg, dann möchte ich Hamburg und Wien nämlich wieder verbinden. Ich glaube, das habe ich eh schon mal gemacht, aber ist ja dann wieder alles abgestürzt, ne? So, und da haben wir gesagt, wir nehmen den mit den meisten Passagieren, ne? Den Dinger. So. Und du fliegst von Hamburg nach Wien. Und auch erstmal vollladen. Wobei es eigentlich unrealistisch ist, weil 400... Egal, ich lass mal so. Ich guck mir das dann einfach mal an. Was die erwirtschaften. Dann habe ich jetzt nämlich wieder ein Flugzeug mehr. Das ist schon mal ganz gut. So, was wollte ich denn dann noch machen? Ich wollte erstmal hier im Städteverzeichnis was gucken. Und zwar... wollte ich mal schauen. Stuttgart. So, weil in Stuttgart... Wo ist denn jetzt? Stuttgart? Da, Stuttgart. In Stuttgart möchte ich nämlich auch noch was machen. Und zwar, ich glaube, ich baue jetzt noch einen Flughafen. Ja, das ist der Kleine, der reicht mir eigentlich schon. Post war? Ja, das ist gut. Ah, da steht das Haus jetzt im Weg. Scheiße, kann ich das Haus wegsprengen? Kannst du, aber das wird der Stadt nicht gefallen. Ich hab's aber getan. Ach so. Naja. Dann ich scheiß mir da nix, weißt du? Dann hoffe ich für dich, dass die Stadt dir... Flughafen haben sie mir schon mal gegönnt, das ist ja schon mal etwas. So, und dann glaubte ich nämlich... Ich kann's ja auch einfach hier sortieren, dann brauche ich... Ja, genau. Berlin. Berlin habe ich nämlich noch keinen Flughafen. Da möchte ich jetzt auch einen Flughafen hinsetzen. Da könnte ich ja eigentlich... Vielleicht mal was größeren, so einen interkontinentalen oder so bauen. Nimmt an, Passagiere, Post, Getreide, Holz, Stahl, Vieh, Waren. Ich glaube, das ist der größte Flughafen ever. Aber ich kann es mir eigentlich leisten. Ich meine, es ist Berlin, ne? Ich glaube, aber mit Flugzeugen kannst du nicht viel transportieren. Die sind da relativ eingeschränkt. Ja, das weiß ich schon. Sag mal, du bist grün, oder? Ich bin, glaube ich, grün, ja. Ja. Weil ich mir schon gerade dachte, seit wann baut denn unser Gegner hier Züge? Kann man die Flughäfen drehen? Nee, kannst du nicht, soweit ich weiß. Das ist ja behindert. Das ist ja echt behindert, muss ich sagen. Boah, was geht denn hier, ey? Passagierpost. Wertsachen ist auch noch wichtig. Kann ich Wertsachen? Hier habe ich Wertsachen, ne? Wo baue ich denn den Flughafen jetzt am coolsten? Und hier kann ich dann... Ich soll bauen hier. Ah, ich darf nicht. Warum? Weil die jetzt pisst mit dir sind. Wenn du mal auf eine Stadt mit dem Rechtsklick gehst, nee, mit dem Linksklick gehst auf den Namen, ja, und dann auf Stadtverwaltung, dann siehst du, was die Stadt von dir hält. Wo steht denn hier Stadtverwaltung? Unten. Standort Stadtverwaltung umbenennen. Umbenennen ist aber grau. Bewertung. Genau. Öffentliche Bewertung. Hä? Steht bei mir gar nichts.
Du hast auf den Namen Berlin geklickt oder wo auch immer du gerade Ja, arbeitest. ja, ja. Ach so, nein, oh, sorry, ich habe auf meinen Bahnhof geklickt. Da, jetzt habe ich's. Die mögen mich nicht. Und wenn es furchtbar ist, kannst du nichts bauen. Ich glaube, du kannst erst wieder was bauen, wenn es bei schlecht ist. Du kannst Ja, versuchen, und wie die zu kann ich das bestechen ändern? oder so ein Spaß. Wie kann ich das ändern? Indem du sie bestichst. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder vielleicht Bäume pflanzt. Ich weiß es nicht. Wie soll ich sie denn bestechen? Ach, finanzieren zum Beispiel? Ja, es gibt auch Ach, den Punkt Bestechen. Stadtverwaltung Boah, das kostet 1,8 Millionen, Mann. Ja, die wollen Geld. Alter. Ach, stimmt, das kann man ja auch noch machen, ey. Aha, ich lese mich da gerade so ein bisschen durch. Oh, aber was ist denn eine harte Strafe, wenn man erwischt wird? So wollte ich das gar nicht machen. Ja, toll. Ich muss aber irgendwas mit Berlin. Ich soll ich das mal riskieren? 1,8 Millionen, ganz schön teuer. Wie teuer ist eigentlich der Flughafen? Ich weiß nicht, was mit dir passiert. Ich glaube, wenn die herausfinden, dass du bestochen hast oder so ein Spaß, dann darfst du, glaube ich, da nichts mehr, wenn dir die Transportrechte entzogen oder so ein Spaß. WTF? Soll ich es gar nicht riskieren? Ich finanziere den mal irgendwas. Ja, komm, ich finanziere den jetzt einfach mal was. Mögen die mich dann instant? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Scheiße. Okay, dann muss ich das jetzt noch mal da kurz hinten anstecken. Aber dann weiß ich, was ich mit München mache. München ist die einzige Stadt, die mir komplett gehört. Weder Gegner noch dir. Das ist sehr cool. Exklusive Transportrechte kaufen. Das ist ja cool. Ja, das ist dann dieser Spaß, dass du für ein Jahr lang Genau. alleine die Das Passagiere Problem frachten ist nur, kannst. ein Jahr vergeht im Spiel so schnell. Ja, richtig. Ah, ne, den beeinträchtige ich jetzt nicht mehr, aber ich mach das hier noch. Weil dann kann ich mich nämlich, dann kann ich eventuell mal ein bisschen was aus München noch mehr rausholen. Aber ich glaube, dann brauchen sie auch noch mehr Straßen. Oh, was habe ich getan? Weil. Brauche ich hier nochmal eine kleine Brücke. Na komm. Ja, was ist denn? Ich will doch eine Straße bauen. Weil je mehr Straßen wir dann haben, desto besser. Ich weiß nicht, ob das so weit reichen wird, aber ich baue jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Einfach mal ein paar Straßen wieder, damit sich das hier irgendwie erweitern kann. Keine Ahnung. Bauen die das nicht eigentlich von selbst? Ja, aber ich habe, ja, das schon, aber ich habe das Gefühl, wir haben zwei Stadien vor allem. Ich habe das Gefühl, wenn du denen ein bisschen Straßen schon gibst, dann passiert da noch ein bisschen mehr. Okay. Na, jetzt mal gucken. Jetzt habe ich das auf jeden Fall mal gemacht. Jetzt ist das Problem, wenn ich in Berlin nichts machen kann, warum auch immer die mich jetzt nicht mögen, dann muss ich. Das Problem ist London. Ja, London könnte ich. Die müssten mich ja eigentlich mögen. Mittelmäßig. Ja. Reicht ja. Dass ich hier vielleicht nochmal schaue, ob ich hier nicht noch einen Interkontinentalen bauen kann. Aber wenn, dann will ich auch Wertsachen mitnehmen. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann vielleicht mal ein bisschen kleiner. Dass der irgendwie hier hinpasst oder so. Scheiße, ich will, dass er Wertsachen mitnehmen kann. Wertsachen sind mir endlich wichtig. Dann mache ich vielleicht doch nur einen kleinen. Da müsste ich ja mitten in die Stadt reinbauen, damit ich hier an Wertsachen komme. Ich glaube, ich kann. Oder du baust quasi eine LKW-Verbindung in die Stadt rein von deinem Bahnhof aus und lädst die Ware um, wie wir Ja, das letztens könnte ich gelernt haben. natürlich auch machen.
halt übelst aufwendig. Das stimmt soweit. Ja, dann ist blöd, dann kann ich auch einfach den Interkontinentalen hier. Ach, jetzt halt. Oh, da. Nimmt an Wertsachen. Dann geht's ja doch. Ah, es geht hier genau um den einen Punkt. Oh, das ist gut. Dann kann ich's hier hinbauen. Nice!